Die Tauchenden umfassen kleine bis große Vertreter. Wie schon der Name sagt, ernähren sie sich hauptsächlich tauchend und nur selten gründelnd. Aber auch das kommt vor, beispielsweise bei der Tafelente. Sie sind zwar sehr gute Flieger, müssen aber beim Abheben Anlauf nehmen. Das unterscheidet sie auch auf große Distanzen von den Gründelnenten. Der Grund dafür ist, dass ihre Flügel kürzer sind und sie eine wesentlich höhere Flügelflächenbelastung haben. Unter den Tauchenten ist eigentlich nur die Reiherente häufig und wir widmen ihr daher ein eigenes Artkapitel. Die Tauchenten sind Vegetarier oder Allesfresser. Sie brüten in Wassernähe in Bodennestern. Sind die Jungen geschlüpft, werden sie vom Weibchen alleine großgezogen. In Österreich kommen 5 Brutvogelarten von den Tauchenten vor. Es ist dies die Reiherente mit 700 bis 1000 Brutpaaren. Alle anderen Tauchenten sind nur lokale Brutvögel mit nur sehr kleinen Populationen. So weist die Tafelente einen Bestand von 130 bis 200 Brutpaaren auf, die Kolbenente, die fast nur im Rheindelta und am Neusiedler See brütet, 150 bis 300 Brutpaare und die Schellente hat gar nur einen Bestand von 10 bis 15 Brutpaaren, die meisten davon an den Voralpenflüssen in Oberösterreich. Die Moorente brütet regelmäßig nur im Schilfgürtel des Neusiedler Sees, wo etwa 100 bis 150 Brutpaare zu finden sind. Es sei noch erwähnt, dass es unter den Tauchenten auch eine große Reihe von Durchzügler-Wintergästen und Ausnahmeerscheinungen gibt, so etwa Bergenten, Trauerenten und Samtenten. Zusätzlich sei gesagt, dass Tauchenten sehr große Wintertrupps auch in Österreich ausbilden können und beispielsweise in den Oberösterreich-Salzkammergut sehen bis zu 10.000 Reiherenten im Winter zu finden sind.